Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf diesem Kanal. Heute gibt es einen Literatur- und Filmvergleich und wie ihr anhand des Titels schon erkennen könnt, geht es heute um Battle Royale. Zunächst möchte ich euch ja, das Buch einmal kurz vorstellen. Ich habe es schon letzten Monat oder so gelesen. Ich glaube, die Rezension dazu ist noch nicht online. Sie ist aber schon abgedreht. Deshalb könnte es sein, dass ihr in den nächsten Wochen auch noch mal eine separate Buchrezension ja, bekommt. Wenn ihr euch vielleicht nicht für den Film interessiert und ich jetzt auch nicht mehr alles so frisch im Kopf habe wie noch genau nach dem Lesen und bei dem Video, deswegen könnt ihr vielleicht auch da oder die eine oder andere Information noch mehr erhalten. Danach kommen wir kurz zum Film und am Ende natürlich wie immer der Vergleich. Der Film Battle Royale basiert natürlich auf dem Buch Battle Royale, geschrieben von Kohshun Takami. Das Ganze ist erschienen 1999. Und noch vor Panem wohlgesagt, und auch wenn Susan Collins sagt, oh, ich habe gar nicht gewusst, dass dieses Buch existiert beim Schreiben meines eigenen Buches. Ich habe das gar nicht mal gekannt, bis mir dieser Journalist das gesagt hat. Ja, wer auch immer das glauben mag, Susan Collins, du könntest es auch einfach zugeben, es ist ja nicht schlimm. Du hast ja das viel mehr erweitert als in diesem Buch. Jetzt könnt ihr natürlich anhand des Panem-Vergleiches schon erahnen, worum es in diesem Buch geht, das übrigens im Heine Verlag erschienen ist. Hier 9,99 € kostet und ich glaube so knapp 600 Seiten, ja, also knapp 600 Seiten hat. Dieses Buch ist eine Art Dystopie. Wir haben ja ein riesiges Reich, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, Großostasien oder so, und es geht darum, dass jedes Jahr aus diesem Reich eben eine der 9. Klassen ausgewählt wird und die werden dann an einen abgelegenen Ort geschafft und auf dem müssen sie sich innerhalb einer bestimmten Zeit gegenseitig umbringen. Gewinnen tut der, der am Ende überlebt. Die Klassen wissen nicht, ob sie ausgewählt sind oder nicht. Das sehen sie dann erst, wenn sie entführt worden sind und dort offensichtlich wieder aufwachen. Und hier begleiten wir eine bestimmte 9. Klasse. Und wir haben natürlich auch einen Protagonisten, der heißt Shuya Nanahara. Auf den liegt so ein bisschen der Fokus. Insgesamt sind aber 42 Schüler in der Klasse. Und ja, sie werden vor veränderte Tatsachen gestellt. Jeder bekommt so ein Päckchen mit sich, wo er drin eine Waffe findet, etwas zu essen und etwas zu trinken. Und die Waffen können ganz unterschiedlich sein. Die reichen natürlich von Pistolen und Messern, ja, aber auch bis hin zu einer Gabel, was ziemlich seltsam ist, oder Gift. Es ist jedenfalls jegliche Art von Waffe dabei und jeder muss damit zusehen, ja, irgendwie zu überleben. Und natürlich gibt es immer welche, die ja sofort auch das Spiel mitspielen und die anderen so quasi dazu zwingen, ja auch eben um ihr Überleben zu kämpfen. Und hier begleiten wir eben Nanahara und ja eine Freundin von ihm, Noriko, die sich nachher mit einem gewissen Shugo zusammen schließen und versuchen eben dieses Spiel dann doch irgendwie zu gewinnen, auch wenn Shu ja eben erst noch irgendwelche Leute zusammenschließen wollte und ja irgendwie das System an sich stürzen wollte. Ja, das erinnert alles sehr, sehr an Panem, ein sehr, sehr gutes Buch. Und obwohl es über 600 Seiten hat, liest es sich so schnell weg. Und auch, ja, wenn diese ja asiatischen oder japanischen Namen für uns Europäer ziemlich fremdländisch wirken und oftmals ähnlich, weil die Anreden ja dann eben entweder mit Vornamen, mit Nachnamen, mal beides und irgendwie sind die alle ähnlich und keine Ahnung, wahrscheinlich geht es Asiaten mit unseren europäischen Namen auch so. Wer ist auch alle Schmidt und Müller und weiß ich auch nicht so genau. Es lässt sich ziemlich gut differenzieren, weil eben das auch in kleine Kapitel gepackt ist. Wir lernen meistens, die meisten Figuren lernen wir in einem Kapitel kennen, in dem sie dann eben auch gleich wieder sterben. Das Buch ist sehr, sehr brutal, sehr gewalttätig. Also, wenn ihr Panem schon krass fandet, das ist hier die Erwachsenenversion von Panem quasi. Sehr, sehr brutal schon ab der ersten Seite. Nur um mal ein Beispiel zu nennen, da werden zum Beispiel mit Fingern Augen ausgestochen. Sehr widerliche Szene. Aber eine sehr, sehr beeindruckende Schreibweise. Es ist ein wirklicher Page-Turner. Am Ende jedes Kapitels steht dann immer noch, wie viele Schüler übrig sind. Und sehr, sehr interessant. Und umgesetzt ist das Ganze worden. Jetzt muss ich ein bisschen Hilfe haben von einem Regisseur namens Kinji Fukasaku. Wie gesagt, die Namen sind ein bisschen schwierig zu merken. Der Film kam in Japan im Jahr 2000 heraus und in Deutschland im Jahr, ich muss spicken, 2002 und wurde auch direkt indiziert. Auf irgendwelchen Listen, ich kenne mich da nicht so gut aus, ich weiß nur, wie gesagt, er wurde indiziert. Und dann gab es ab und zu immer mal ein paar Versionen, die man irgendwie käuflich erwerben konnte, aber die wurden dann auch geprüft und naja, wie es auch immer so ist. Und krass fand ich, habe ich gerade beim Recherchieren gelesen, erst im Februar 2017 wurde es ja von dieser Indizierungsliste heruntergenommen.
genommen und ist also nun frei erhältlich. In diesem Film geht es also um dieselbe Schulklasse. Auch sie werden auf eine Insel gebracht und ja, müssen dort um ihr Überleben tatsächlich kämpfen. Es ist ein typischer, diese typischen, ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese, ob ihr euch mal asiatische Filme angeguckt habt. Da geht ja immer alles so, also ich habe jedenfalls das Gefühl, alles, was ich bis jetzt gesehen habe, und das ist noch nicht so viel, da geht immer alles irgendwie so Knall auf Fall und Boom, Bam, Pow. Und ja, irgendwie ist es total skurril. Ja, weil, ja, da wird dann einfach so zack und gekämpft und zack ist jetzt irgendwas Nächstes und zack und es geht halt immer so Schlag auf Schlag auf Schlag. Ich habe immer das Gefühl, die nehmen sich nicht so viel Zeit, die Geschichte zu erzählen, zugegebenermaßen bei 600 Seiten. Und wenn man dann den Film dazu hat, auf die wenigen Minuten, die er eben hat, um diese Geschichte eben zu erzählen. Ja, das muss man natürlich miteinander abwägen. Und ja, dieser Film hat, ich nannte sie die Dialoge der Hölle. Ja, es kommt ja nicht oft vor, in Büchern zum Beispiel, die ich lese, dass da irgendwelche Dialoge sind, die ich absolut schrecklich finde. In Filmen schon mal öfter oder in Serien, da ist das ganz häufig so, wo ich dann so vorsitze und denke, mein Gott, wer hat denn diese Dialoge geschrieben? Und da war das auch so, aber dazu später gleich noch mehr im Vergleich zum Buch. Naja, wie insgesamt war das ein Film, der durchaus solide gemacht wird. Nicht einer der besten Filme, aber auch kein schlechter Film. Tatsächlich, muss ich da an dieser Stelle zugeben. Und er war sehr, sehr schnell erzählt, aber auch glaubhaft erzählt, sagen wir es mal so, aufgrund des ganzen Szenarios, was wir ja hier haben. Und ja, ziemlich beeindruckend. Deswegen möchte ich eigentlich auch gleich zum Vergleich kommen, ziemlich schnell. Denn was ich sagen möchte, ist, dass der Film ziemlich nah am Buch ist, sogar sehr, 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 sehr nah, was Handlungsstränge angeht, ja, was die Reihenfolge der Ermordeten angeht, was die Tötungs Ursache angeht oder die Mordursache angeht in diesem Fall. Und das war schon, natürlich hat der Film erzählerisch ist ein bisschen abgewichen, er hat ein bisschen was davor erzählt, der Aufseher war kein Fremder für die Kinder, sondern ein ehemaliger Lehrer, der irgendwie auch getriezt worden ist, aber die Charakter waren schon sehr, sehr ähnlich und das ist das, was ich mit den Dialogen meinte. Wenn man das jetzt so von außen betrachtet, nur diesen Film sieht, denkt man so, mein Gott, was für schlechte Dialoge. Aber dadurch, dass man das Buch gelesen hat, versteht man so ein bisschen die Intentionen, weil das Buch sich natürlich an der Stelle manchmal ein bisschen mehr Zeit genommen hat und ja, das ist da ziemlich gut gemacht. Aber wie gesagt, der Film ist sehr, sehr gut und nah am Buch gehalten, was mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat und das war schon mal ein ganz, ganz großes Plus von mir. Und ich würde gerne diesen Film nochmal in einer moderneren Variante sehen, beziehungsweise in einer moderneren Verfilmung. Jetzt nicht unbedingt so Hollywood-mäßig Blockbuster-Gedöns-Dings, aber wenn ein guter Filmemacher sich daran setzen würde, das nochmal machen würde oder das als Miniserie, das wäre bestimmt auch ganz cool zu machen. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, dass das wirklich so nah am Buch ist. Und auch wenn das eben noch ein bisschen älter war und es wirklich so Boom, Bang, Pow und manchmal ein bisschen seltsam anmutete. Eine Änderung zum Beispiel ist auch, dass der größte Psychopath und Shoko, den ich ja vorhin schon nannte, nicht Teil der originellen Klasse waren, sondern irgendwie ja Freiwillige waren, die unbedingt an dem Projekt mitmachen wollen. Wer will denn da freiwillig mitmachen? Come on, ja. Kazuo, so heißt der eine Psychopath, der offensichtlich nur um Leute zu töten. Und naja, es gab, wie gesagt, hier und da kleinere Abweichungen, die aber durchaus nicht schlimm waren. Und ich fand das hier eine durchaus solide und gute Umsetzung des Films und war selbst erstaunt. Eigentlich darüber, weil ich ja eher immer so ein bisschen mit negativeren Gefühlen an Literaturverfilmungen herangehe. Ja, das war's eigentlich. Ich kann euch sowohl den Film als auch das Buch wärmstens ans Herz legen. Vielleicht lest ihr es erst und dann schaut euch den Film dazu an. Wenn ihr den Film schon kennt, dann empfehle ich euch natürlich das Buch. Also hier ist beides irgendwie auch auf seine eigene Art und Weise empfehlenswert. Man muss natürlich japanische Filme mögen, beziehungsweise asiatische Filme und ihre Art, Geschichten zu erzählen. Dann kann man damit auch ein bisschen warm werden. Aber ansonsten ist hier an dieser Stelle beides für sich genommen eine Empfehlung wert. Ja, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr das Buch schon gelesen habt und den Film dazu gesehen habt. Und ob ihr es ähnlich seht wie ich oder ob ihr einen schlechter fandet als das andere, dann lasst es mich doch gerne wissen. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye.